Hallo, ich bin Claudia Fröhling vom Jahresmagazin und ich bin hier in Wiesbaden bei der Jackson Tour und bei mir ist Stefan Tilkoff. Hallo Stefan. Hallo Claudia. Stell dich doch bitte mal den Zuschauern kurz vor. Ja, mein Name ist Stefan Tilkoff. Ich bin Geschäftsführer und Principal Consultant bei der InnoQ. Das heißt, wie ich normalerweise sage, dass ich ungefähr die Hälfte der Zeit das mache, was sonst keiner machen will und die andere Hälfte der Zeit das, wozu ich Lust habe. Sehr schön. Wie hier zu sein zum Beispiel. Sehr gut. Du hast einen Talk über Polyglot Programming, wo du den Leuten helfen willst, die richtige Programmiersprache für ihr Projekt zu finden. Mhm. Welche Auswirkungen hat die Wahl der Programmiersprache auf die Architektur? Also man kann das auf zwei Arten beantworten. Die eine Antwort ist, es hat überhaupt keine Auswirkung, weil je nachdem, aus welchem Blickwinkel ich gerade gucke, ist die Programmiersprache nur ein unwesentliches Detail. Wenn ich eine komplexe Web-Anwendung baue, dann ist irgendwo die Programmiersprache wichtig dafür, welche Frameworks eingesetzt werden und welche Laufzeitcharakteristik dieser Teil hat. Aber in einer Anwendung, wo ich den größten Teil meiner Zeit damit verbringe, auf die Datenbank zu warten oder aufs Netz zu warten oder mich mit Infrastrukturkomponenten zu unterhalten, ist das nicht so wahnsinnig wichtig. Und da ist vielleicht auch der Anteil, den ich wirklich mit Programmieren verbringe, so gering, dass das gar nicht so eine große Rolle spielt. Also damit könnte man sagen, ist eh egal, wir programmieren alle in Assembler und sind glücklich. Tut man aber dennoch ja nicht. Und da bin ich sehr wohl der Meinung, dass es eine Auswirkung hat, weil bestimmte Programmiersprachen immer auch eine Menge von Idiomen und Paradigmen mit sich bringen. Wenn ich zum Beispiel in Java programmiere, in der Mainstream-Welt, dann habe ich eine bestimmte Menge an Bibliotheken und Frameworks und Vorgehensweisen und gängigen Praktiken, die ich halt einsetze. Wenn ich Erlang programmiere, dann habe ich mit OTP ein äußerst mächtiges Framework, um eine verteilte, ständig laufende Anwendung zu bauen. Wenn ich Clojure programmiere, habe ich mit der funktionalen Programmierung und der Unterstützung für Concurrency die Möglichkeit, meine Cores alle auszunutzen und Programme zu schreiben, die trotzdem funktionieren, obwohl sie multithreaded sind. Und wenn ich Ruby oder Groovy oder was weiß ich, Python benutze, bin ich vielleicht sehr viel produktiver, weil ich schneller das Ergebnis erzeugen kann. Also die Sprachen haben sehr wohl Auswirkungen auf die Produktivität, auf die Entwicklerproduktivität, auf die Laufzeit, Performance, aber natürlich auch auf die eingesetzten Mittel, auf das, was ich idiomatisch und eben konform zur Community der Sprache halt einsetzen kann, um mein System aufzubauen. Stichwort Polyglot nochmal. Invoke Dynamic ist ja im Grunde jetzt gerade der Ansatz, dass die JVM zum ersten Mal richtig Polyglot wird. Was hältst du von Invoke Dynamic? Also das ist eine tolle Entwicklung. Es profitieren nicht alle Sprachen gleichermaßen davon. Und sowas wie JRuby, das wir sehr viel einsetzen, profitiert sehr deutlich davon, weil die Entwickler von JRuby sich nicht mehr so stark selbst um Dinge kümmern müssen. Also während man im Moment, wenn man eine dynamische Sprache compilt, sehr viel Code erzeugen muss, der JVM das hinzufügt, was sie nicht mit sich bringt, kann man mit Invoke Dynamic, also mit Java 7 Mitteln, sehr, sehr effizient Code erzeugen, der dann wiederum von der JVM, sehr, sehr effizient in Laufzeit, in Maschinencode umgesetzt wird, der dann tatsächlich abläuft. Also eine tolle Entwicklung. Ich finde es auch ganz klasse, dass das weiter verfolgt wird. Also ich hatte so gewisse Zweifel, ob nach dem Sun Oracle Wechsel Oracle das weitertreiben wird, aber das scheint so zu sein. Ob das eine subversive Aktivität der Entwickler dort ist oder nicht, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es toll zu sehen, dass es drin ist und ich bin ganz sicher, dass das nicht nur für JRuby, sondern auch für andere Sprachen einen großen positiven Effekt haben wird. Jetzt hast du gerade einen Talk gehalten über weg mit den alten Zöpfen und einfach mal wieder die ganzen Architekturmuster und Paradigmen, die man nutzt, in Frage stellen sollte und wieder überprüfen sollte. Wenn die Teilnehmer am Ende des Talks einen Leitsatz, einen Kernsatz mitnehmen sollten, was sollte der sein? Der ist vielleicht ein bisschen banal. Er lautet nämlich, man sollte alles hinterfragen. Also ich habe immer das Gefühl, dass, vielleicht tue ich da jemandem Unrecht, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade die Java-Community sich sehr gerne an Dinge gewöhnt. Und vielleicht liegt es auch in unserer Mentalität im deutschsprachigen Raum, dass wir gerne Regeln befolgen und am liebsten welchen, die von Standardgremien herabdiktiert werden. Ich finde es gut, wenn man Dinge hinterfragt, wenn man nicht immer den selbstverständlichen Mainstream-Weg geht, sondern zumindest darüber nachdenkt, welche anderen Wege es gibt. Und das ist vielleicht die Kernaussage, die man daraus ziehen kann. Du setzt auch den Roker, du stellst den Roker-Ansatz vor. Kannst du da kurz ein paar Sätze darüber verlieren, was das ist? Also Roker, R-O-C-A, dazu gibt es eine Website, roker-style.org, heißt Resource-Oriented Client Architecture, relativ wildes Akronym. Dass wir uns ausgedacht haben, um etwas zu bezeichnen, was wir nicht erfunden haben, sondern was ganz, ganz viele Leute benutzen, was unserer Meinung nach bis jetzt aber noch keinen Namen hatte, nämlich eine Art und Weise, Web-Anwendungen zu bauen, die ein bisschen was mit REST zu tun hat, wenig verwunderlicherweise, also die REST-Prinzipien folgt, aber auch ein paar andere bestimmte Praktiken umsetzt, die wir in Web-Anwendungen zumindest
bedenkenswert finden. Eigentlich finden sie es auch gut. Vor allem ging es aber darum, etwas zu definieren, was man referenzieren kann. Also es gibt so Begriffe wie Single-Page-App, da wissen die meisten Leute, die Webanwendungen bauen, was das ist. Es gibt eine Reihe von unterschiedlichen Ansätzen, serverseitig mit dicken Komponenten-Frameworks Webanwendungen zu bauen, uns fehlte was in der Mitte. Und das findet man in diesem Roka-Stil. Ist auch kein Framework und steht auch nicht InnoQ drauf, soll wirklich sehr offen sein, ist auch jeder Kommentar willkommen und jeder Beitrag dazu willkommen, damit wir eine Art und Weise referenzieren können, Webanwendungen zu bauen, die im Wesentlichen neben dem REST-Kram sich dadurch auszeichnet, dass JavaScript nur unobtrusive eingesetzt wird, unaufdringlich, das heißt nur als extra Zucker und nicht als Ersatz für irgendeinen anderen Rich-Client, wo das Web noch drin vorkommen darf, also wo Back- und Forward-Button funktionieren, der Refresh-Button funktioniert, wo man Bookmark setzen kann, für Webanwendungen, die barrierefrei sind, letztendlich die so ein paar gängigen Best Practices folgen. Und wir haben das genommen, einfach das, um das referenzieren zu können und zeigen zu können, dass man mit dieser Vorgehensweise und konform zu dieser Vorgehensweise sehr wohl moderne, ergonomische Anwendungen bauen kann, die nicht die Fehler, die wir früher auf dem Server gemacht haben, jetzt einfach auf dem Client wiederholen. Ja, vielleicht zum Abschluss noch für die Teilnehmer von Jackson Tour. Welches Buch würdest du ihnen ans Herz legen, wenn sie sich weiter mit den Themen von hier beschäftigen wollen? Es sind eine sehr große Bandbreite an Themen, die wir jetzt hier gehabt haben. Um nicht mein eigenes Buch zu pitchen, weil das ja ein bisschen peinlich wäre. Ich finde, ein nettes kleines Ding ist der Knigge von Gernot Stark und Peter Ruschka. Das ist eine schöne, leichte Lektüre, die aber, glaube ich, vielen Leuten aus der Seele spricht. Kann ich sicher empfehlen. Von Wolfgang Keller, der hier über Unternehmensarchitektur gesprochen hat, gibt es ein gutes Buch zu dem Thema. Klar, natürlich die anderen Autoren, die hier vertreten sind, haben auch diverse Dinge auf Lager. Also. Dann danke ich für deine Zeit und wünsche dir und euch allen noch viel Spaß bei Jackson Tour. Dankeschön.